Wie hätte die Hauptstadt des Weströmischen Reiches in den frühen 400 nach Christus ausgesehen? Und wie hätte sie sich verändert, als das Reich in den Jahren 500, 600 oder 700 nach Christus nicht mehr existierte? Und über welche Stadt spreche ich überhaupt? Rom. Nein, ich spreche nicht über Rom, sondern über die andere Hauptstadt des Weströmischen Reiches, nämlich Ravenna. Tatsächlich wurde Ravenna zum Sitz von den weströmischen Kaisern im Jahr 402 nach Christus und blieb es bis 450 nach Christus, als Valentinian III den kaiserlichen Hauptsitz wieder nach Rom verlegte. Bis zum Ende des westlichen Reiches würden Ravenna und Rom um den kaiserlichen Sitz konkurrieren. Wie ich in diesem Video hier analysiert habe, war Rom tatsächlich überraschend oft der kaiserliche Sitz in der Zeit von 450 bis 476 nach Christus. Aber nach dem Fall des Weströmischen Reiches würde Ravenna noch prominenter in seiner Rolle als Regierungssitz werden. Zuerst wählte Odoaker selbst Ravenna als Hauptstadt seines Reiches nach 476 nach Christus, dann machte später Theoderich der Ostgote Ravenna zur Hauptstadt seines ostgotischen Königreichs und danach wurde Ravenna der Sitz der oströmischen Exarchen, die die Statthalter des Kaisers waren, in Konstantinopel. Also wie können wir uns diese faszinierende Stadt Ravenna ab 402 nach Christus vorstellen, als sie unter Honorius zum weströmischen kaiserlichen Sitz wurde, bis der letzte Exarch von den Langobarden im Jahr 750 nach Christus getötet wurde und damit das Exarchat von Ravenna endete? Was hätten sie in diesen 3,5 Jahrhunderten gesehen, wenn sie durch die Straßen von Ravenna gelaufen wären? Es war im Jahr 402, dass der junge weströmische Kaiser Honorius den kaiserlichen Sitz von Mediolanum, heutiges Mailand, nach Ravenna verlegte. Der Grund war, dass Alarich Italien eingefallen war, aber damals war der heldenhafte Beschützer des Weströmischen Reiches, der Magister Militum Flavius Stilicho, noch am Leben. Und die Invasion wurde erfolgreich zurückgeschlagen und Alarich besiegt. Doch der Umzug von dem kaiserlichen Sitz nach Ravenna würde sich sehr festigen. Ravenna war seit der Zeit des Augustus selbst eine wichtige Küstenstadt. Er hatte den Hafen von Classis, nur 4 Kilometer südöstlich von Ravenna gegründet, der zu einer eigenen Stadt wurde und Civitas Classis genannt wurde. Classis ist das lateinische Wort für Flotte und tatsächlich eine der beiden Hauptflotten der römischen Prätorianer. Würde in Classis stationiert sein und die andere in Miseno in der Nähe von Neapolis. Bis Konstantin sie entfernte und Italien im Grunde ohne Flotte für seinen Krieg gegen Licinius verteidigungslos ließ. Es ist daher selbstverständlich, wie wichtig die Stadt Ravenna schon war, bevor Honorius 402 den kaiserlichen Sitz dorthin verlegte. Es wird geschätzt, dass schon bevor Honorius mit der gesamten kaiserlichen Gefolge 10.000 Menschen bereits in Ravenna lebten. Die italienische Visualisierungsfirma Trade Digital hat einige hervorragende Rekonstruktionen von Ravenna vom 1. Jahrhundert bis zum 6. Jahrhundert nach Christus erstellt. Die Ausgrabungen in Ravenna waren sehr spärlich und schwierig und daher ist unser Wissen über die Stadt nicht extrem genau, sondern eine Kombination aus Ausgrabungen und literarischen Beschreibungen aus zeitgenössischen Quellen. Wir können sehen, dass die Stadt im Grunde eine Art Doppelstadt war, in der Klassen aus der Stadt entfernt wurden, aber durch ein niedrig besiedeltes Gebiet mit Ravenna verbunden waren. So könnten wir Ravenna und Klassen tatsächlich als eine Stadt für alle praktischen Zwecke sehen, wo Civitas Klassen tatsächlich das Hafenviertel von wäre, Ravenna. Der Grund, warum Honorius 402 Ravenna als kaiserlichen Sitz wählte, war, dass die Stadt viel besser verteidigbar war als Rom. Rom hatte einen riesigen Umfang und war an allen Seiten auf dem Land offen und daher ziemlich leicht zu belagern, da es keinen direkten Hafenzugang hatte. Ravenna hingegen hatte nicht nur einen Hafenzugang, sondern der Hafen selbst war auf einem Insel und nicht über Land erreichbar, da es durch unüberwindbare Marschländer getrennt war. Ravenna selbst wurde auch auf Inseln gebaut, die aufgrund riesiger Gebiete unpassierbaren Sumpflandes im Westen und Süden vom Festland aus unzugänglich waren und im Norden von einem Kanal umgeben waren. Daher war die Stadt vollständig von Wasser umgeben. Wir fügen jetzt eine starke Befestigungsmauer hinzu. Verstehen, warum viele römische Kaiser Ravenna ihre Residenz über Rom vorzogen, wegen seiner leichteren Verteidigungsfähigkeit.
Natürlich können wir davon ausgehen, dass, als Honorius nach Ravenna kam, die Stadt einen anschließenden Anstieg sowohl der Einwohnerzahl als auch der Bautätigkeit erlebte. Wir können davon ausgehen, dass die Stadtmauern verstärkt oder erhöht wurden und dass viele neue Gebäude errichtet wurden, Verwaltungsgebäude, natürlich die kaiserliche Münzstätte, sowie sehr wahrscheinlich neue Kirchen, da zu dieser Zeit die alten heidnischen Kulte größtenteils von den nun christlichen Kaisern unterdrückt wurden. Wenn man also zum Beispiel im Jahr 420 nach Christus durch Ravenna ging, hätte man natürlich eine unglaubliche Menge an Aufregung in der Stadt gesehen. Neue Gebäude wären gebaut worden und die Stadt hätte eine große Expansion gegenüber nur wenigen Jahrzehnten zuvor erlebt. Eine lange Säulenstraße war, gebaut wie es in jenen Tagen üblich war, ähnlich der berühmten Mesa in Konstantinopel. Tatsächlich wurden in jenen Tagen viele solcher Portikusstraßen im gesamten Römischen Reich gebaut, in Ravenna, in Rom, in Konstantinopel, in Antiochia, in Alexandria, beginnend bereits Mitte bis Ende der 300 Jahre. Das sind Straßen, die auf beiden Seiten Portikus-Kolonnaden haben, in denen sehr oft Ladenbesitzer ihre Geschäfte hatten und ihre Waren verkauften. Natürlich waren sie auch für Triumphzüge genutzt. Also wenn sie die Stadt im Jahr 420 nach Christus betreten hätten, müssten sie zuerst eine der Brücken überqueren, um überhaupt in die Stadt zu gelangen. Diese Brücken wurden wahrscheinlich so gebaut, dass sie im Falle einer Belagerung leicht entfernt werden konnten. Aber wir wissen es nicht genau, und es ist durchaus möglich, dass die Stadt tatsächlich nur mit der Fähre erreichbar war, um sie noch mehr. Um bei einer Belagerung unüberwindbar zu sein, betreten sie die Stadt durch ein Stadttor. Und sofort würden sie sehr beeindruckende Gebäude sehen. Zum Beispiel gab es ein Amphitheater, es gab einen Zirkus, natürlich gab es auch Bäder. Es gab sogar im Jahr 420 noch ein oder zwei heidnische Tempel, obwohl sie für andere Zwecke umgewandelt worden waren, wie zum Beispiel Lagerflächen, oder sie wurden in Kirchen umgewandelt. Auf der langen Säulenstraße hätten sie viele Ladenbesitzer gesehen, die Waren aus vielen verschiedenen Gebieten des Reiches verkauften, da Ravenna den Hafen von Classis hatte. Daher können Sie sich vorstellen, wie viele Handelsschiffe aus dem gesamten Reich und sogar von außerhalb des Reiches Kurs auf Ravenna nahmen, um ihre Waren zu verkaufen. Interessanterweise scheint es so, als ob Honorius sich dafür entschieden hat, in der Residenz des ehemaligen Präfektus Classis Ravennatis zu wohnen, die natürlich vergrößert wurde, als Honorius nach Ravenna zog. Dieser Palast war dann direkt mit der zentralen Säulenstraße verbunden, was natürlich logisch war, da der Kaiser in riesigen Triumphzügen direkt in seinen Palast einziehen wollte. Und wenn Sie so sind wie ich, ein totaler Rom-Nerd oder Romiabu, wie manche Leute gerne sagen, und ich denke, dass Sie das sind, sonst wären Sie wahrscheinlich. Sie würden wahrscheinlich das Video nicht ansehen, wenn Sie sich nicht für die unglaublichen Ringe und Accessoires des SPQR-Shops interessieren würden. Sie produzieren Legionärsringe, thematische Ringe, Münzrepliken, Statuen, Anhänger, Attribute und Terrakotten. Jedes Stück wird von Hand gefertigt, was die Qualität unterstreicht. Es gibt kein besseres Geschenk für sich selbst oder einen Ihnen bekannten Rom-Fan. Ich habe den Shop-Link in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar eingefügt. Und mit diesem Link können Sie jetzt sogar einen Rabatt von 20% auf jeden Kauf erhalten. Ich betone, ein unglaubliches Angebot von 20% Rabatt auf jeden Einkauf im SPQR-Shop. Und Sie können es nur hier über den Majorianus-Link bekommen. Denn lassen Sie mich Ihnen sagen, die Leute vom SPQR-Shop sind auch absolute Fans des heroischen Kaisers Majorian. Schauen Sie sich Ihr unglaubliches Sortiment an. Sie finden sicherlich etwas. Aber wir wissen nicht genau, wie der kaiserliche Palast von Honorius selbst aussah, da von diesem Gebäude heute nichts mehr übrig ist. In alten Dokumenten wird es jedoch beschrieben, sodass wir grobe Vorstellungen haben. Nämlich, dass es eine Villa von beträchtlichen Ausmaßen war, mit Räumen, die um einen großen Portikushof gruppiert waren. Unter anderem blicken ein Raum mit einer Apsis und Opus Sectile Böden, sowie ein Triclinium-Raum mit drei Apsiden und einem raffinierten Mosaikboden auf den Hof. Die Überreste des Gebäudes, die heute noch in Ravenna zu sehen sind und als Theoderix-Palast bezeichnet werden, sind, lustigerweise, wahrscheinlich nicht die Überreste des Palastes, sondern höchstwahrscheinlich die Überreste einer Wachstube aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, vermutlich gebaut, um den Zugang zum Palast zu kontrollieren, da er die Exarchen beherbergte. Aber dazu später mehr.
Wenn sie in den 440 Jahre durch Ravenna gegangen wären, hätte die Stadt noch grandioser ausgesehen. Nun hatte Valentinian III. Einen größeren Palast gebaut. Möglicherweise eine Erweiterung der Villa von Honorius, aber es war wahrscheinlich ein völlig neues und beeindruckendes Gebäude. Obwohl, Honorius' Gebäude wurde wahrscheinlich in den Palastkomplex integriert. Sie würden das Aquädukt sehen, das die Stadt mit Wasser versorgte, typisch für größere römische Städte. Ravenna, die kaiserliche Residenz des Weströmischen Reiches in den 400 Jahren, muss beeindruckend gewesen sein. Kaiser. Aber was ist nach dem Fall des Weströmischen Reiches passiert? Romulus Augustus, der von einigen als der letzte weströmische Kaiser bezeichnet wird, wurde im frühen September 476 nach Christus von dem germanischen General Uruaca in Ravenna abgesetzt. Wir können davon ausgehen, dass Romulus sich im kaiserlichen Palast von Valentinian und Honorius aufhielt, als das passierte. Uruaca behielt einfach faszinierenderweise: Sie wären überrascht zu sehen, dass Ravenna sich in den späten 400 nicht verändert hat, genau wie die Römer es hinterließen. Tatsächlich hätte Ravenna im Jahr 460 nach Christus wahrscheinlich ähnlich wie 490 nach Christus ausgesehen, wenn sie es besucht hätten. Im Jahr 493 nach Christus tötete der Ostrogote Theoderich Odoacer heimtückisch bei einem Bankett im kaiserlichen Palast. So ist oft das Schicksal der Eroberer, dass sie selbst oft ein grausames Ende finden. Theoderich wurde als Kind in Konstantinopel gefangen gehalten und so wollte er, als er die Macht in Ravenna übernahm, die Stadt in eine verwandeln, die selbst Konstantinopel Konkurrenz machte. So wurde der kaiserliche römische Palastkomplex unter seiner Herrschaft erweitert, Kolonnaden wurden zum Innenhof hinzugefügt, neue Mosaiken in den Portiken installiert und die Audienzhalle wurde am Nordrand des Kolonnadenhofes angebaut. Dann wurde das Aquädukt, das bei einer der Belagerungen im 5. Jahrhundert beschädigt worden war und irgendwann in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts außer Betrieb genommen wurde, von Theoderich wahrscheinlich schon sehr bald nach seiner Machtübernahme im Jahr 493 repariert. Er brauchte das funktionierende Aquädukt, damit Ravenna gedeihen konnte. Daher funktionierten die alten Bäder nun wieder. Und die Menschen hatten wieder viel mehr Trinkwasser. Zusätzliche Kirchen wurden gebaut, die alte kaiserliche Münzprägeanstalt wurde sogar von Theoderich weitergeführt und in Ravenna wurden Münzen von beeindruckend hoher Qualität geprägt. Eine Qualität, die tatsächlich sogar besser war als die Münzen, die von den späten weströmischen Kaisern in derselben Stadt ausgegeben wurden. Und bitte unterstützen Sie diesen Kanal über Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft, denn ich brauche wirklich Ihre Hilfe, um diese Arbeit fortsetzen zu können. Ohne Ihre Unterstützung könnte dieser Kanal zur römischen Geschichte nicht lange bestehen, da YouTube-Algorithmus Nischenthemen wie dieses nicht bevorzugt. Sie können den Kanal unterstützen, indem Sie meine Merchandise-Artikel hier auf YouTube erwerben. Ich habe einen Merchandise-Shop mit spätrömischen Artikeln eingerichtet, die Sie in der Videobeschreibung finden. Vielen Dank. Wären Sie im Jahr 520 nach Christus durch Ravenna gegangen, hätten Sie es wohl noch beeindruckender gefunden als im 400 Jahre. Die geschäftige Aktivität, die Gebäude und der spätantike römische Baustil wären unverändert geblieben, sodass sie keinen Fall des Römischen Reiches wahrgenommen hätten. Tatsächlich hätte die Stadt wahrscheinlich besser ausgesehen, als in den letzten Jahren des Weströmischen Reiches, zum Beispiel in den frühen 470er Jahren, so paradox das auch klingen mag. Aber dann griff das Oströmische Reich an. Es folgte ein langer und brutaler Krieg, der 20 Jahre dauerte, in dessen Verlauf ein Großteil Italiens verwüstet wurde. Es ist natürlich sehr logisch, dass auch Ravenna sicherlich gelitten haben muss. Die Stadt wurde 540 von Belisarius selbst erobert. Und wir können davon ausgehen, dass der Stadt in den 20 Jahren des Gotischen Krieges sicherlich Schaden zugefügt wurde. Und wenn sie also im Jahr 550 nach Christus durch Ravenna gegangen wären, hätte die Stadt eine viel geringere Bevölkerungsdichte gehabt. Sie hätten mehr Armut gesehen. Sie hätten Menschen in Not gesehen und obendrein wütete die Pest immer noch. Die Situation wäre im Vergleich zu einigen Jahrzehnten zuvor ziemlich düster gewesen. Aber in einer Hinsicht hätte die Stadt beeindruckender gewirkt, denn zu dieser Zeit war die berühmte Kirche San Vitale fertiggestellt worden. Und so hätten sie diese faszinierende Kirche mit ihren beeindruckenden Mosaiken bewundern können,
die Sie noch heute sehen können, die Justinian darstellen. Und Theodora und sogar Belisarius und Narses. Und so war die Zeit der Exarchen gekommen, als Ravenna der Sitz der Statthalter oder Vizekönige der östlichen römischen Kaiser in Konstantinopel sein würde. Es war der Kaiser Maurice, über den ich ein ziemlich detailliertes Video gemacht habe, der das Exarchat von Ravenna im Jahr 584 nach Christus gründete. Und Sie können schon erraten, wo die Exarchen wohnen würden. Absolut korrekt, im selben Palastkomplex, in dem Honorius, Ioannes, Valentinian III., Majorian, Glycerius, Romulus Augustus, Odoacer und Theoderik residiert hatten und der sukzessive vergrößert und verschönert wurde. Es gibt Hinweise auf Reparaturen und Ergänzungen des Palastes zur Zeit der Exarchen. Da der Exarch der Stellvertreter des Kaisers war, können wir davon ausgehen, dass er in jeder Hinsicht sehr ähnlich wie die früheren Kaiser selbst ausgesehen und gehandelt haben muss. Und wenn sie im Jahr 600 nach Christus durch Ravenna gegangen wären, wären sie überrascht gewesen, die Stadt wieder in besserem Zustand zu finden als in den brutalen Jahren des Gotenkrieges etwa 50 Jahre zuvor. Als das Römische Reich sich von der Justinianischen Pest erholte und von den Gotenkriegen erholte sich auch Ravenna. Daher hätte die Stadt im Jahr 600 nach Christus wieder viel lebendiger ausgesehen. Sie hätten mehr Handelsschiffe im Hafen von Classis gesehen, sie hätten mehr Betrieb und Geschäfte gesehen und sie hätten festgestellt, dass viele der alten Schäden repariert worden waren und dass die Stadt immer noch ihr altes römisches Aussehen mit vielen von alte römische Gebäude aus der Zeit von Honorius oder Valentinian III. Sind noch in Gebrauch. Der Palast der Exarchen wirkt genauso beeindruckend wie zu Zeiten von Theoderich oder Valentinian. Aber wir können davon ausgehen, dass zu dieser Zeit die meisten oder alle heidnischen Tempel verfallen waren und ihr Marmor für den Bau anderer Gebäude wiederverwendet wurde. Leider können wir nicht rekonstruieren, wie viele Menschen zur Zeit der Exarchen in Ravenna lebten, aber wahrscheinlich nicht mehr so viele wie zu Zeiten von Honorius oder Theoderich. Und natürlich würde die Stadt mehr Einfluss des östlich-römischen Kunststils sehen. Wir würden noch mehr Mosaiken sehen. Und wir können annehmen, dass das Innere des Palastes des Exarchen möglicherweise verändert wurde, um das zu spiegeln. Irgendein Palast in Konstantinopel. Die Exarchen hatten sicherlich einen beeindruckenden Thronsaal, der reich verziert war. Und die Exarchen selbst müssen beeindruckende Gewänder getragen und große Autorität gezeigt haben, nicht unähnlich den früheren weströmischen Kaisern. Und 170 Jahre lang herrschten die Exarchen in Ravenna bis 751 nach Christus, als die Langobarden schließlich die Stadt einnahmen und der letzte Exarch, Eutychius, getötet wurde. Aber wenn sie kurz davor, sagen wir im Jahr 750 nach Christus, durch Ravenna gegangen wären, wären sie selbst dann noch überrascht gewesen, wie viel von der alten römischen Stadt noch intakt war. Leider wissen wir nicht, ob das Aquädukt noch in Gebrauch war. Das wäre interessant zu wissen, aber es könnte sein, dass es tatsächlich noch in Gebrauch und von den Exarchen gepflegt wurde. Das ist jedoch nur Spekulation. Aber was wir wissen, ist, dass der Hafen von Classis noch in Gebrauch war. Ebenso wie die römischen Stadtmauern, die triumphale Säulenstraße, der Palast des Exarchen und sogar die alte kaiserliche Münzprägeanstalt noch in Gebrauch war. Die Münzprägeanstalt, in der vor 3 Jahrhunderten Münzen von Honorius, Julius, Ioannes oder Valentinian III. Geprägt wurden. Alle diese Strukturen wurden weiterhin genutzt und gepflegt. Es gab Statuen, es gab beeindruckende Mosaiken. Kurz gesagt, die Stadt hätte überhaupt nicht mittelalterlich gewirkt, sondern sehr römisch, mit östlich-römischen Einflüssen. Und so zeigt Ravenna in seiner 350-jährigen Geschichte als Zentrum der weströmischen Kaiser, der germanischen Könige und zuletzt der Exarchen eine bemerkenswerte städtische Kontinuität, die ziemlich überraschend ist. Erst nach 751 nach Christus, als die Langobarden den letzten Exarchen töteten und später die Franken einfielen, verlor Ravenna langsam seine Bedeutung und so begannen die Menschen wegzuziehen und die Gebäude konnten nicht mehr gepflegt werden und begannen zu verfallen. Erdbeben, Überschwemmungen und Kriege über die Jahrhunderte zerstörten die prächtigen alten Gebäude und so können wir manchmal nur erahnen, wie beeindruckend Ravenna ausgesehen haben muss. Zur Zeit von Honorius, Theoderich oder sogar Eutychius. Bitte liken und abonnieren Sie, um keine künftigen Videos zu verpassen. Betrachten Sie bitte
meine Arbeit zu dem späten Römischen Reich auf Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft zu unterstützen, da die Kontinuität dieses spezialisierten Kanals von ihrer Hilfe abhängt. Ohne unsere Patreon- und YouTube-Mitglieder wäre es nicht möglich. Ich möchte besonders unseren neuen Unterstützer für Kaiser, John Fitzpatrick. Danke für Ihre Großzügigkeit, John Fitzpatrick. Sie ermöglicht mit Ihrer Unterstützung diesen Kanal. Ich schätze es sehr. Wenn Sie mehr über das Aussehen von Rom zu dieser Zeit oder die Veränderungen in Konstantinopel im Laufe der Jahrhunderte erfahren möchten, sehen Sie sich die Videos in der oberen und unteren rechten Ecke an. Danke. Nochmals Dank an Freunde der römischen Geschichte, Gratias Tibiago und Benevalete.